Moin Moin und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von Oberlecker, die vegane Kochshow. Heute gibt es mal wieder einen absoluten Küchenklassiker und zwar die Kohlroulade. Das Ganze natürlich wie immer selbstverständlich rein pflanzlich und vegan. Wenn ihr Bock drauf habt, bleibt dran, ich zeige euch, wie es geht. Dich erwartet hier meine vegane Küche. Genuss ohne Reue, simple Rezepte ohne Shishi mit Zutaten, die für jeden von euch überall zu bekommen sind. Ich zeige dir, wie man oberlecker mit Freude und tierleidfrei kocht. So, die Kohlroulade ist simpel zubereitet. Das eine oder andere habe ich mir hier schon vorbereitet. Unter anderem habe ich hier in dieser Schüssel schon Sojagranulat. Das Sojagranulat ist von Vegans und das bekommt er eigentlich mittlerweile, ja, ich sag mal, in sehr, sehr vielen gut sortierten Supermärkten, ansonsten natürlich in dem ein oder anderen Onlinehandel. Guckt auf jeden Fall mal durch. In dieses Sojagranulat bzw. auf dieses Sojagranulat kommt heißes Wasser. Rein damit. Und direkt ein kleines bisschen Salz mit dran. Da stelle ich mir fix zur Seite und lasse es jetzt für mindestens 10 Minuten quellen. Das kann natürlich auch 20 Minuten quellen, völlig egal, aber ich sage mal so Minimum 8 bis 10 Minuten. Ich habe bereits hier hinten einen Topf mit heißem Wasser auf dem Herd. Dann nehme ich mir hier den leckeren Weißkohl, wo die Hackmasse, die wir gleich hier zubereiten, reinkommt. Um die Blätter schön ablösen zu können, wird das Ganze jetzt, wie gesagt, in heißem Wasser kurz gebadet. Dazu schneide ich im Vorfeld hier mit einem Keilschnitt den Strunk raus. So, und schmeiße den direkt in den Topf mit heißem Wasser rein. Mit Vorsicht, dass euch jetzt hier nicht die Finger verbrennt. So. Sollte natürlich ein ausreichend großer Topf sein. Es geht jetzt nicht darum, dass der Weißkohl wirklich vollständig bedeckt ist, sondern gerade um unten, dass sich die Blätter, wie gesagt, gleich schön ablösen lassen. In der Zwischenzeit nehme ich mir schon mal eine Zwiebel und würfel die fein und schwitze die in Olivenöl an. So, die Petersilie kann ich mir in der Zwischenzeit auch schon mal schnippeln, kommt ebenfalls gleich an die Hackmasse ran, beziehungsweise an die Sojamasse. So, die Zwiebeln werden langsam glasig, brauchen aber noch ein, zwei Minuten. Und dann hole ich mir in der Zwischenzeit schon mal den Weißkohl. Hat natürlich jetzt auch eine gewisse Hitze, von daher vorsichtig. Löse jetzt hier die ersten Weißkohlblätter ab. Wenn die hier oben jetzt ein kleines bisschen leicht mit einreißen, ist das überhaupt gar kein Problem. Aber der Großteil der Fläche sollte ganz und erhalten bleiben. Die ersten Blätter sind immer ein bisschen schwierig und je kleiner die werden, sieht man dann schon, umso besser bekommt man die auch abgelöst. Und die werden dann anschließend nochmal für 2 bis 3 Minuten im heißen Wasser gebadet. In dem kurzen Wasserbad hier hinten, da werden die Blätter einfach so richtig schön weich, ja, dass sie nachher anständig biegsam sind und beim Zusammenrollen nicht brechen. So, die Hackmasse habe ich jetzt durch einen Sieb abgegossen, beziehungsweise die Granulatmasse. Ich hole die mal fix die ersten Blätter raus und lasse sie auf dem Küchenhandtuch abtropfen. Könnt ihr jetzt natürlich auch Küchenkrepp nehmen. Ein Handtuch ein kleines bisschen nachhaltiger. In eine Extraschüssel kommt jetzt das eingeweichte Granulat. Ich habe das beim Abgießen gerade schon ein kleines bisschen ausgedrückt, das Wasser. Ein bisschen Restfeuchte ist natürlich drin und das ist auch in Ordnung. Und zum Binden kommt jetzt gar nicht mehr ran, außer etwas Kichererbsenmehl. Auf 150 Gramm Trockenmasse von dem Sojagranulat kommen jetzt 100 Gramm Kichererbsenmehl, anständig durchrühren, dass keine Klumpen vom Kichererbsenmehl hier drin bleiben. Und jetzt merkt man hier schon, wenn ich die Masse hier so leicht an die Seite drücke, dass es schon anfängt zu schmieren. Das heißt, das bindet schon anständig und dass es nachher aber nicht allzu klebrig ist. Binden soll es ja, aber es soll ja nicht kleben. Kommen 50 Gramm Semmelbrösel daran. Alternativ könnt ihr auch ein altbackenes Brötchen nehmen, das einfach vorher in Wasser oder eine pflanzliche Milch einweichen, ausdrücken und damit rangeben.
So, und das Ganze wird gewürzt mit Paprikapulver und getrocknetem Majoran. Kommt hier jeweils noch 2 große Prisen Salz und Pfeffer mit dran. Sowie 1 bis 2 Teelöffel Senf, die angeschwitzte Zwiebel dazu. Dann kommt das Messer wieder zum Einsatz. Jetzt nehmt ihr euch hier jeweils immer ein Kohlblatt und schneidet die dicke Rippe, die hier unten dran ist, noch raus. Einfach weil sie das schlecht macht. Ist ein bisschen fest, ein bisschen störrisch. Macht sich beim Füllen und beim Wickeln dann schwierig. Einfach raus damit. Und übrig bleibt dann hier wirklich ein schönes, weiches, formbares Kohlblatt. So, ich habe mir hier bereits eine Schale mit Wasser hingestellt. Einfach, dass ich mir die Hände noch ein kleines bisschen anfeuchten kann, um die Füllung zu formen. Dann nehme ich mir jeweils 2 Kohlblätter, lege die so ineinander, form mir ein kleines Bällchen aus der Masse, die kommt hier rein, dann wird die Kohlroulade zusammengeschlagen und mit Garn befestigt. Und los geht's. Übrigens mit dem Zugknoten, das ist gar nicht zwingend notwendig. Ich mache das jetzt hier, wenn ich Anfang und Ende zu greifen kriege. Wichtig ist nachher, dass die einmal scharf angebraten werden von beiden Seiten und dann halten die auch schon. Ja? Also macht euch da jetzt keinen Kopf, wenn ihr die Knoten nicht zusammenkriegt, dann kriegt ihr die halt nicht zusammen. Und verzweifelt nicht beim Rouladenrollen. Das ist jetzt nichts, was einem unbedingt leicht von der Hand geht. Die Rouladen jetzt mit der Unterseite, da wo alles zusammengekommen ist, zuerst anbraten. Und das Schöne ist, dadurch, dass die Kohlroulade ja eng aneinander gepackt sind, haben wir sowieso jetzt erstmal schon keine Möglichkeiten auseinanderzugehen. Das Kohlblatt ist schön weich, die sind zusätzlich zusammengeschnürt, also keine Angst, die Nummer wird laufen. Lecker. Lecker. Und jetzt sieht man schon, dass das Kohlblatt von alleine schon die Form hält. So. Dann mache ich mir nebenbei schon mal ein kleines bisschen Gemüsebrühe fertig. Ungefähr 1/2 Liter. Blatt rühren. Und fertig. Ich drehe die jetzt noch einmal um, dass die von der Unterseite bzw. auf der Unterseite schmoren. Ich kann mich vergewissern, dass beide Seiten gut angebräunt sind. Gerade dieses angeknusperte, diese Bräune gibt der Kohlroulade nachher noch so einen richtig schönen Geschmack. Für den Schmorsud gebe ich jetzt hier noch 2 Esslöffel Tomatenmark einfach mit dazu. Einfach so ein kleines bisschen verteilen hier. Gieße mit der Gemüsebrühe auf. Also die sollten mindestens die Hälfte bedeckt sein, maximal zu 2/3. Kommt jetzt der Deckel drauf und dann lasse ich die Kohlroulade
für circa 30 bis 45 Minuten in aller Ruhe vor sich hinschmoren. So Leute, und da bin ich auch schon wieder, die Kohlrouladen jetzt hier bei mir circa für 35 bis 40 Minuten geschmort, habe aber gerade schon mal runtergeguckt und mal angestochen, der Kohl ist richtig schön weich. Das heißt, hier geht jetzt die Flamme aus, Deckel runter und dann hole ich die Geräte raus. Übrigens nochmal ganz kurz, da jetzt hier der Rest von dem Weißkohl liegt, schaut einfach mal gerne, ich habe hier so ein schönes Schmorkohl-Video, da würde der absolut gut Verwendung finden. Den Schmorsud, der jetzt hier unten drin ist, den könnt ihr natürlich gleich perfekt als Soße nehmen. Also das schmeckt wirklich wunderbar. Der ganze Geschmack von dem angeknusperten Kohl steckt da drin. Die Soße ist schön eingedickt und als Beilagen dazu, ja, mein Magen knurrt gerade, ich weiß nicht, ob man das gehört hat, als Beilage könnt ihr euch einfach Reis, Kartoffeln, alles Mögliche, was ihr halt eben noch dazu essen möchtet. Vor dem Servieren natürlich das Garn abmachen. Und damit euch da draußen jetzt der Zahn tropft, probiert die Nummer jetzt natürlich angeberischerweise. Also der Anstich ist schon mal perfekt, ja. Daran merkt man ja, dass die Masse innen drin schön fest ist. Euch das mal an. Hier seht ihr wirklich, ja, eine richtig schöne feste Struktur. So wie das sein soll. Mhm, heiß. Und wie ich gesagt habe, war richtig heiß. Ich schmecke jetzt hier die Soße noch einmal ab. Und die ist tatsächlich echt schon perfekt. Ihr könnt jetzt noch ein kleines bisschen mit Rotwein ablöschen, noch einmal aufkochen, dass es mal so ein kleines bisschen einreduziert wird. Aber schaut mal hier, die ist wirklich schon sämig, cremig, ist eine schöne, dicke Soße. Und wie gesagt, serviert euch dazu, auf was ihr auch immer Bock habt. Die Kohlroulade ist auf jeden Fall oberlecker. Ich werde mir jetzt zusammen mit meiner Family die Dinger schmecken lassen. Euch da draußen wünsche ich noch einen schönen Tag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann vergesst nicht, dem Video ein Like zu geben. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und ganz, ganz wichtig, ich habe es wahrscheinlich schon mal gesagt, aber das komplette Rezept zum Speichern und zum Drucken findet ihr auf meinem Blog. Ebenfalls der Link hier unterm Video. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Alex.